أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister im Islam und hallo an alle Nicht-Muslime. In diesem kurzen Vortrag möchte ich eine Antwort auf einen User machen, der mir eine Videoantwort geschickt hat in Bezug zu meinen Aufnahmen über Ben Nassim Iman. Dabei stelle ich mir die Frage, was daran eigentlich eine Antwort gewesen sein soll, da dank einiger der christlichen Lehre die Aufnahmen von mir von Ben Nassim Iman gemeldet haben und nun die Hälfte davon leider gesperrt wurden. Deshalb verstehe ich nicht, was da eine Antwort sein soll. Auch der Inhalt von dem Antwort dieses Users hat überhaupt nichts mit dem Thema Ben Nassim Iman zu tun. Aber das ist kein Problem. Ich werde ihm jetzt antworten und seine Scheinbelege, inshallah, widerlegen mit authentischen Beweisen. Vorweg möchte ich sagen, dass das hier auch kein Hindernis sein soll für unsere christlichen, für unseren schiitischen Freunde oder für Hamza und Al-Batul. Also das ist kein Hindernis jetzt. Ja? Das ist jetzt nur etwas nebenbei. Also ich widerlege diesen User jetzt einfach nur beim Vorbeigehen, inshallah. Also das ist kein Hindernis. Das wollte ich nur kurz betonen. Der User spricht von Berichten, die von Gelehrten anerkannt werden. Die Christen kennen die Methode der Muslime wohl irgendwie nicht, das war ja klar. Wir akzeptieren nicht alles, was Gelehrten sagen. Es kommt immer darauf an, welcher Gelehrte, in welchem Rang dieser ist und ob dieser mit dem Konsens der Muslime nicht in Kontrast steht. Denn wir haben einen Konsens, im Gegensatz zu euch Christen, die nichts an Konsens besitzen, sondern nur Wirrwarr. Dieser User spricht von Gelehrten, die wir annehmen. Also wir Muslime nehmen die Gelehrten an, die er gerade anspricht. Da legt er in seiner Aufnahme doch tatsächlich Aussagen von einem melkitisch-katholischen Priester namens Adil Theodor Khoury, falls ich jetzt richtig ausgesprochen habe, vor. Du, also lieber Christ, du verwechselst uns mit euch. Also du scheinst da etwas ganz Wichtiges zu ver- du scheinst da etwas ganz Wichtiges zu nicht zu beachten. Wir Muslime folgen muslimische Gelehrten und muslimische Quellen, keine christlichen Gelehrten und keine christlichen Quellen. Das erstmal vorweg. Im nächsten Punkt. Der User übersetzt den Namen Allah nicht mit Gott, da er das als falsch und Gotteslästerung ansieht. MashaAllah. Nun, lieber User, wie nennst du deinen Gott sonst? Etwa Yahweh? Woher weißt du, dass diese vier Konsonanten, Yeh, Ha, Wow, Ha, auch wirklich als Yahweh ausgesprochen wird? Bist du vielleicht ein Magier, dass du die Vokale dieser Buchstaben kennst und du dir so 100% sicher bist, dass das Yahweh ausgesprochen wird? Falls es dir entgangen ist, lieber User, sind die Vokale im Alten Testament erst 200 Jahre nach dem Auftreten des Islams hinzugefügt worden. Da also sprich 800 nach Christi, so spät wurden die Vokale im Hebräischen hinzugefügt. Die Juden fanden es selber damals als Gotteslästerung, diese vier Konsonanten überhaupt auszusprechen. Demnach weiß keiner, wie diese Buchstaben ausgesprochen wird. Woher weißt du es denn, lieber User? Woher weißt du es? Was ist der Name Gott überhaupt? Was ist der Name? Steht der Name im Hebräischen oder im Griechischen in dieser Weise drin? Wie es jedem bekannt ist, sprach Jesus Hebräisch und nicht Griechisch. Was dich andererseits zum Nachdenken bringen müsste, da das Neue Testament nur auf Griechisch gibt und nicht auf Hebräisch. Ist dir eigentlich klar, wie gefährlich das ist? Jesus sprach nicht Griechisch. Auch seine Jünger sprachen nicht Griechisch. Sie alle sprachen allesamt Hebräisch bzw. Aramäisch. Da musst du gut aufpassen. Im Hebräischen heißt das Wort Gott El. Oder mit anderen Worten Elah. Im Arabischen heißt das Wort El Gott Ilah. Also im Hebräischen Elah, im Arabischen Ilah. Ja? Hören diese Geschwisterwörter sich nun an wie Gott oder Yahweh? Achtung, ich sage Geschwisterwörter. Warum? Weil Hebräisch und Arabisch sind ursprünglich Geschwistersprachen. Das ist eine Tatsache. Das ist auch sehr bekannt. So. Was schrie dein Gott, Jesus, was schrie dein Gott, als dieser Gott am Kreuz genagelt wurde? Schrie er nicht ganz laut, Elai, Elai, lama sabachthani? Matthäus 27, Vers 46 und Markus 15, Vers 34. Ja? Wie unser bekannter Prediger Ahmed es sagte, hört das nicht an wie Yahweh, Yahweh, lama sabachthani? Natürlich nicht. Er schrie, Elai, Elai, lama sabachthani. Wer ist dein Gott, lieber User? Wer ist dein Gott? Elai, Elai, lama sabachthani. Im Arabischen heißt es Ilahi, Ilahi, lama taraktani. Was für eine Ähnlichkeit zu Bahamut. Das heißt,
das Resultat, also unser Resultat ist, der El im Hebräischen, sprich Bibel, ist nichts weiter als Allah, der Ilah im Koran, sprich Arabisch. Traurig für dich. Ich habe leider mit der Bibel nichts gemeinsam. Der User schreibt nur Folgendes in seiner Aufnahme. Mohammed hat Offenbarung vom Engel gekriegt, seine Zeitgenossen jedoch wiesen dies ab. Sie haben es abgelehnt. Sure 15, Vers 6, übersetzt von diesem Adel Khuri. Und sie sagen, O du, auf den die Ermahnung herabgesandt sein soll, du bist ja besessen. Also die Muschrikun, die Heiden haben das zu Mohammed gesagt. Sure 37, Vers 36, sie, die Heiden sagen, sollen wir denn unsere Götter verlassen wegen eines besessenen Dichters? Sure 68, Vers 51, und sie, die Heiden sagen, er ist ja ein Besessener. Sure 25, 8 und Sure 17, Vers 47, ihr folgt doch nur einem Mann, der ein Zauber verfallen ist. Mashallah. Seine Zeitgenossen, lieber User, als er den Islam am Anfang verkündet hatte, waren Götzenanbeter. Das darfst du nicht vergessen. Sie waren Götzenanbeter. Sie beteten statt den einen einzigen Gott aber tausende von Göttern. Was war denn die Aufgabe jedes Propheten? Etwa nicht den Glauben an den einen einzigen Gott zu verkünden? In Jesaja 45,5, ich bin der Herr und sonst keiner mehr, kein Gott ist außer mir. Okay, Jesaja 44,6, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr Seboat, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir ist kein Gott. Alles klar. Fünftes Buch Mose 32,39, seht ihr nun, dass ich's allein bin und es kein Gott neben mir. Ich kann töten und lebendig machen, ich kann schlagen und heilen und ist niemand, der aus meiner Hand errette. Okay, Psalm 97,7. Schämen müssen sich alle, die den Bildern dienen und sich der Götzen rühmen. Betet ihn an, alle Götter. Guck mal, Gott sagt hier zu allen Göttern, ihr Götter sollt den einen einzigen Gott anbeten. Also hört ihr Menschen auf, Götter anzubeten. Subhanallah, eine schöne Logik. Jesus sagt in Lukas Evangelium, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, alleine anbeten. Der User ist so verschroben, dass er den Worten von Heiden mehr glaubt, als wie die Worte eines gläubigen Mannes, der dasselbe verkündet hat wie Moses und Jesus. Da gibt es wirklich keinen Unterschied. Alle haben verkündet, den einen einzigen Gott anzubeten. Wenn du nun meinst, auf die Heiden zu hören, auf die Wörter der Heiden zu hören, dann schauen wir doch mal, was die Zeitgenossen in der Zeit von Jesus zu ihm sagten. Schauen wir mal. Da lesen wir in Markus Evangelium, Kapitel 3, Vers 21 folgendes. Als das seine Angehörigen erfuhren, machten sie sich auf den Weg, um Jesus mit Gewalt wegzuholen. Denn sie sagten sich, er muss verrückt geworden sein. In Vers 22, das ist jetzt der Hammer, heißt es, einige Gesetzeslehrer, die aus Jerusalem gekommen waren, sagten, er ist von Beelzebub besessen, der oberste aller bösen Geister. Gib ihm die Macht, die Geister auszutreiben. Nun, lieber User, wie es nun scheint, war Jesus wohl der Verrückte und der vom Dämon so radikal besessen war. Demnach erdichtete er nur Fantasie laut der Zeitgenossen seiner Zeit. Wenn du jetzt sagen solltest, ja, das waren Heiden, ihre Aussagen sind bedeutungslos, dann sind die Aussagen der Heiden in der Zeit von Mohammed ebenso bedeutungslos. Das war ein Eigentum, mein Freund. Pech für dich. Des Weiteren sagt der User, dass die erste Vision von Mohammed besonders für ihn belastet war. In Panik flüchtete er sich zu seiner Frau Khadija. Er hatte eine Gestalt gesehen, die sich Gabriel nannte. War von ihr gewürgt worden, so dass er zu ersticken glaubte. Drei Jahre irrte Mohammed voller Angst umher, das Opfer eines Dämons. Aber natürlich, wer das Opfer eines Dämons war, haben wir gerade aus der Bibel bewiesen. Seine Ängste steigerte sich zu Depression und Selbstmordgedanken. Ihm kam in die Gedanke, vom Berg Hira oder Berg Sabir in die Tiefe zu stürzen. Als er dies machen wollte, hörte er eine Stimme vom Himmel. Dann blieb er stehen und sah Gabriel, der ihm sagte, Mohammed, du bist wirklich der Prophet Allahs und ich bin Gabriel. Dann hatte der Prophet Vertrauen, ließ davon abzuspringen. Dies sollen wir angeblich in die Glaubenslehre des Islam, Seite 359, zu lesen finden. Na gut. Der User meint, dass das, was Mohammed erschien, ein Dämon gewesen sein soll. Woher hat er diese irrsinnige Theorie? Diese irrsinnige Theorie hat aus einem irrsinnigen Buch, was sich Bibel nennt, genauer gesagt aus der irrsinnigen Quelle, 2. Brief Korinther Kapitel 11, Vers 14, wo es heißt, und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich zum Engel des Lichtes. Aber sicher, lieber Christ, aber sicher, denn laut deiner falschen Bibel kann Satan sogar die Gestalt von Gott nehmen, wusstest du das? Da musst du wirklich nur 2. Brief Korinther Kapitel 4, Vers 4 lesen, denn da heißt es eindeutig, dass der Teufel der Gott dieser Welt ist. Was machen wir nun?
Nicht nur der Teufel kann die Gestalt von Gott nehmen, sogar ein wildes Tier nimmt in der Bibel die Gestalt von Gott. Wie wir das lesen in Numeri Kapitel 23, Vers 22. Denn da heißt es, Gott hat sie aus Ägypten geführt. Er hat Hörner wie ein Wildstier. In Numeri 24, Vers 8 bis 9 heißt es, ja, Gott hat ihn aus Ägypten geführt. Er hat Hörner wie ein Wildstier. Er frisst die Völker, die ihm Feind sind. Er zermalmt ihre Knochen und zerbricht ihre Pfeile. Er duckt sich und liegt da wie ein Löwe, wie ein Raubtier. Aber natürlich, klar, der Teufel nimmt die Gestalt von Engeln, der kann auch die Gestalt von Gott nehmen. Sogar ein Tier hat die Fähigkeit, die Gestalt von Gott zu nehmen. Das ist eure Bibel. Eure Bibel. Nichts weiter. Der User hat ein Riesenproblem, wenn er wirklich daran glaubt, dass der Teufel die Gestalt eines Engels einnehmen kann. Wenn das so ist, dann hat Jesus in der Bibel mit dem Teufel ein sehr gutes Verhältnis, wie wir das lesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, Vers 10. Denn dieser, damit ist Jesus gemeint, ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Engel vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Es war der Teufel, beziehungsweise ein Dämon, der Josef erschien, um ihn Jesus zu verkünden, wie wir das lesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 20. Indem er aber also gedachte, siehe, da erschien ihm der Engel, Achtung, der Teufel erschien ihm eigentlich, des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn des Davids, fürchte dich nicht, Maria, dein Gemahl, zu dir zu nehmen, denn das in ihr geboren ist, das ist vom Heiligen Geist. Hagar erschien ein Dämon in Engelsgestalt, wie wir das lesen in Genesis 16, Vers 7 bis 11. Lot erschien ein Dämon in Engelsgestalt, wie wir das lesen in Genesis 19, Vers 1 bis 15. Zu Abraham schrie vom Himmel her der Teufel in Engelsgestalt, wie wir das lesen in Genesis Kapitel 22, Vers 11 bis 17. Zu Jakob sprach der Teufel als Engelsgestalt im Traum, wie wir das lesen in Genesis Kapitel 31, Vers 11 bis 12. Moses erschien der Teufel in Engelsgestalt, wie wir das lesen in Exodus Kapitel 3, Vers 2. Der Teufel war es, der Eli anrührte in Engelsgestalt, 1 Könige Kapitel 19, Vers 5 bis 7. Der User schreibt in seiner Aufnahme, dass es immer in Bezug zu den Wundern Nachäffung des Teufels ist. Also die Wundern, die sie gemacht haben, waren immer die Nachäffungen des Teufels. Demnach erschien all diesen Leuten, die wir gerade erwähnt haben, ein falscher Engel in Teufelsgestalt. Wenn du jetzt sagen willst, nein, bei ihnen erschien der wirkliche Engel, dann sagen wir, bei Mohammed auch. Wir wollen aber jetzt nicht mit der Authentizität von 2. Brief Korinther kommen, da es jene bekannt ist, dass es in seiner Authentizität Lücken gibt, wie in fast allen Belegen der Bibel. Es gibt Beweise, dass der Schreiber dieses Briefes gar nicht Petrus selbst gewesen ist. Also das können wir euch sofort beweisen. Ihr müsst uns nur darum bitten.